Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, ihr seht es schon im Grund, wir machen heute die nächste Footies Winners SBC um die falsche Position. Und Leute, das könnt ihr euch in euren Kalender eintragen, es hat keine WPL-Karte gewonnen, es hat nicht Sissoko gewonnen, sondern Florenzi. Ich hätte Iñaki Williams mehr gefeiert, weil er ein richtig sicker Stürmer gewesen wäre so. Aber okay, so haben wir einen neuen oder ein Hooded Gang Mitglied im ZM mittlerweile jetzt unterwegs. Richtig geile Werte, alle Werte über 83, 89 Tempo, 88 Dribbling, 85 Schuss, 86 Passen, 83 Defending und 84 Physis. Richtig dicke Werte, wie gesagt. Und ja, ein 86er Rating. Dadurch braucht man halt auch ein 85er bewertetes Team plus seine Footies nominierten Karte. Und ja, ich habe im Endeffekt sogar noch ein, zwei Special Cards mehr abgestoßen, beziehungsweise eingebaut. Und zwar unter anderem den First Owner Pooch für untradable, als untradable, den ich habe, denn diesen Müller untradable, den ich habe, Scream in diesem Fall, und Iago Aspas untradable, den ich auch gezogen habe. Ansonsten musste ich mir nur noch Martinez für 11k hier verkaufen. Höwedes, Horn, Bojan muss ich mir auch kaufen, aber die sind halt alle nicht so teuer, diese 82er, auch Kampel nicht. Bellarabi habe ich dennoch hier eingetauscht wegen 83er Rating und so, und ich hatte keinen Bock mehr jetzt nochmal seine Karte zu kaufen. Ich glaube, die kostet auch locker. Können wir mal gucken. Bellarabi. Na komm. Na los. Na okay, so 4, 5, ja, 4K so. Habe ich aber auch keinen Bock gehabt. Ich meine, die Karte brauche ich jetzt eh nicht mehr. Und deswegen kann ich auch die verwenden. Deswegen mache ich das so. Ansonsten noch Kaka, Kampel. Wie gesagt, ihr seht das Team im Hintergrund. Man braucht ein 85er bewertetes Team. Horn, hier geht's los. Und dann geht's halt mit diesen Spielern weiter. Nur 11k für Dings bezahlt. Müller und so habe ich halt zum Glück an Tradable gehabt, auch von der Chemie her. Haut es easy hin. Und ja, Leute, ihr seht's, das stoße ich ab für die Footies Winners Version von Florenzi. Ich glaube, Sterling habe ich letztes Mal gar nicht gezeigt gehabt, wie ich das hier so alles, ne? Das habe ich alles, glaube ich, gar nicht gezeigt, aber okay, diesmal mache ich's. Im Nachhinein werdet ihr dann noch die Year of the Rooster oder Jahr des Hahn Challenge sehen mit der Team of the Season Karte, die man da ziehen kann. Genau. Hier sehen wir erstmal die Florenzi Karte. Richtig sicke Werte, wie gesagt, Hooded Gang Mitglied, und das Trikot können wir abstoßen. Und ich würde sagen, Leute, damit war es dann auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen gerne Kommentar da. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Yo Leute, das wird hier bestimmt random hinten an eine Footy Video rangehangen, nämlich eine weitere Challenge, wo man eine Special Card ziehen kann. Und in diesem Fall ist es Jahr des Hahn Challenge, wo man das Trikot bekommt, 888 Münzen. Und, also es ist das chinesische Neujahr gewesen. Trikot war eigentlich auch ganz nice, 888 Münzen und ein Team der Saisonspieler, leider untradable, aber immerhin. Oder ist der Spieler untradable? Ich weiß es gar nicht. Werden wir sehen, aber wahrscheinlich, ja, Once Watch und so, die waren ja auch alle untradable. Von daher werden wir das sehen. Hier braucht man wieder auf allen Spielern Loyalität, Leute, und ich habe ewig gebraucht, ehe ich eine Version gefunden habe, wo ich jeden Spieler schon im Verein hatte, so. Also es gibt an sich zwei Möglichkeiten, das zu machen. Also einmal, wo, wie man es hier sieht, bei den Innenverteidiger linken mit Weaklinks und dann hier jeweils ein Nations-Strong-Link aus der jeweiligen Liga einfach noch mit einer anderen Nation halt. Oder man macht es halt mit den Stürmern, tauscht das Ganze einfach mal um, so vom System her, macht es halt mit den IVs und so. Die IV-Strong-Links zum ZM jeweils und, ne, ich denke, ist klar. Ich habe es jetzt so gemacht, einfach weil ich die Spieler so im Fein hatte. Ich habe, wie gesagt, ewig gebraucht. Menes muss ich mir danach zwar nochmal neu kaufen, aber ist mir scheißegal, muss ich mir den halt kaufen, ist mir egal. Brauche ich jetzt wenigstens keinen scheiß Loyalitätstrick machen. Darauf habe ich nämlich gar keinen Bock gehabt. Es dauert immer so lange. Die Xbox wird dann immer so laut und darauf habe ich einfach keinen Bock gehabt. Jetzt habe ich es hier so herausgefunden, wie ich das mache. Ja, seht ihr ja hier, Marcelo. Alle First Owner natürlich. Ich glaube, oder? Alle First Owner müssten es sein. Vielleicht habe ich mit einem vorher schon mal irgendwie den Trick gemacht. Nein, es sind alle First Owner, ihr seht es. Wie das funktioniert im Endeffekt, ist auch nicht so schwer, halt, ja, man braucht genau 6 Vereine, maximal 3 aus der gleichen Liga, maximal 2 mit derselben Nation immer, mindestens 4 Goldspieler, das kommt auch noch dazu, also 4 Goldspieler habe ich genau hingekriegt hier, 2 Silberspieler sind zum Glück genau gehabt, dass es gepasst hat, zum Glück ein brasilianischer IV und auch aus der Liga hinaus und noch irgendein, den Dude musste ich übrigens umformen vom ZOM zum Stürmer, ihm Shake musste ich umformen vom ZTM zum ZM und ihn von MS zu ST,
Genau, das gehört auch noch dazu. Und ansonsten braucht ihr halt auf allen Spielern Loyalität, Leute. Beachtet das. Reicht aber, denke ich mal, auch davon. Soll ja nur hinten dran gehangen werden an ein, ja, Footy-Video. Hier genau bekommen wir das Trikot. Kann ich für 0 discarden, habe ich schon. Und wir bekommen außerdem ein Team of the Season. Wir können da jeglichen Team, also jeden einzelnen Team of the Season ziehen, den es gab. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, ist auch untauschbar übrigens. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, ein Walkout zu kriegen, so gering, Leute. Wir gucken einfach mal, was wir bekommen werden. Es ist kein Walkout, natürlich. Wir kriegen Putsch. Putsch heißt der, glaube ich. Puch. Genau. Ja, kann ich mit leben. Kann man vielleicht später nochmal für irgendein SBC benutzen. Hat sogar die Forster Skills. Eigentlich ganz nice Werte, aber ist jetzt nicht so besonders. Ansonsten würde ich sagen, Leute, war es das von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Haut rein.